Okay, Leute, hier ist nochmal ein Flugzeug, welches ich zeigen wollte. Das ist zwar schon vor einiger Zeit entstanden, war aber auch wie viele andere Modelle auch noch nicht in der Luft, weil der Winter sich dermaßen in die Länge gezogen hat. Es ist auch noch nicht ganz fertig. Hier fehlt zum Beispiel das Vorderrad, deswegen steht es jetzt auf dieser Schachtel. Also da bitte nicht wundern. Das Ding hat eine Spannweite von 1,20 Meter. Und die Tragfläche entwickelt einen Mordsauftrieb. Das heißt also, es reicht, wenn man das Ding leicht in die Luft hält oder in den Wind. Und schon wird der ganze Flieger quasi schwerelos. Das ist echt verblüffend. Die Tragfläche selbst ist aus diesen Schaumstoffplatten gefertigt. Also eine einzige. Ich habe mir da einen Wolf gefeilt mit einer Raspel. Hat ungefähr eine Stunde gedauert. Damit eben das Profil stimmt, wenn man das hier von der Seite betrachtet. Falls das einer mal mit einer Raspel probieren möchte, auf einer Länge von 1,20 Meter, dann wisst ihr auch, was los ist. Also einfach, sieht anders aus. So, die Tragfläche selbst ist auch verstärkt auf der Unterseite. Ich versuche das mal zu drehen und so hinzulegen. So. Auf der Unterseite verläuft von hier bis hier eine Aluminiumstange, die hat ungefähr die gleiche Stärke wie diese Röhrchen hier oder Stäbe und sie sorgt eben für die nötige Stabilität der Tragfläche. Die beiden Servos sind hier ebenfalls eingebunden, sind quasi auch unsichtbar. Das einzige, was rausragt, sind diese kleinen Kontrollhörner, welche dann eben über die Stange die beiden Querruder bedienen. Die Kabel verlaufen dann direkt im Flügel und kommen direkt im Rumpf wieder raus. So sieht das Ganze aus. Das Fahrwerk ist hier selbst gemacht, ist nur ein bisschen 1 mm starkes Alublech, dass man sich Pi mal Daumen dann zurecht sägen kann und einfach anschraubt. Eigentlich eine ganz easy Geschichte. So, das ist eben die Anschlussmöglichkeiten oder Anschlussmöglichkeit für das Vorderrad. So, dann drehe ich das wieder um. Der ganze Flieger lässt sich ebenfalls komplett zerlegen. Also schon allein wegen dem Transport ist es halt ein bisschen unpraktisch, so ein Riesenflugzeug in den Kofferraum zu legen. Deswegen lässt es sich auch komplett zerlegen. In, ich glaube, jetzt insgesamt drei Teile, genau, Tragfläche, Rumpf und das Heck. Dazu entspannt man einfach diese beiden Gummis und kann die Tragfläche nach oben rausnehmen. Und das Heck wird ebenfalls ähnlich abgenommen, indem man die beiden Gummis hier entfernt und kann das Heck komplett abnehmen. Das ist das Kabel, welches vom Servo am Heck zum Rumpf geht und das ist hier nochmal verlängert worden. Das heißt, man kann den Stecker hier ziehen und das Ganze komplett trennen. So sieht das aus. Die Klappe vorne, also der Akkuschaft, wird magnetisch additiert, lässt sich also nach vorne öffnen. Und man sieht ja schon den Akkuschaft, wo der Akku Platz findet. Und die ganzen Kabel von den Servos laufen auch hier zusammen. Dann kann man die Klappe hier einfach rausnehmen und sieht eben die ganzen Innereien. Hier wird der Regler angeschlossen, Empfänger, alles untergebracht und dann kann man das mittels dieser Klappe hier nochmal verschließen, so dass es alles quasi im Rumpf verschwindet und unsichtbar bleibt. Das einzige, was dann in diesem Bereich zu sehen ist, ist der Akku. So ist der Plan. Klappe zu, Affe tot. So, angetrieben wird das Ganze von einem 43er Motor. Ist also ein Monster. Da die Maschine aber sehr groß ausgefallen ist, haben wir uns gedacht, das kann nicht schaden, wenn der Motor größer ausfällt.
Und angetrieben wird das Ganze hier vom Motor mit einer 12x12 Schraube. Also ein richtiges Monster. Schub ohne Ende. Der Motor hängt an einem selbstgebauten Motorhalter. Ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Stück Aluwinkel, wo man eben das entsprechende Bohrbild reinsetzt, den Motor anklemmt und den Winkel dann quasi am Rumpf direkt befestigt. Dazu wurde der Rumpf am hinteren Stück auch ein bisschen verstärkt, hier mit Balsaholz, immer 10 mm Platten aufeinander geleimt. Das bringt Stabilität und gleichzeitig hat man auch die Möglichkeit, hier ein paar Schrauben reinzujagen. So sieht das Ganze aus. So. Dieses Modell habe ich zusammen mit meinem Kumpel Andy und seiner Freundin Vanessa umgesetzt. So ist auch das Design entstanden. Das war jetzt nicht geplant, dass es am Ende so ausschaut. Aber es kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben das Ding Kit getauft. 127 Grad, warum auch immer. Ja, und das ist wie gesagt schon fast das fertige Modell, bis auf das Vorderrad, welches im Moment noch nicht vorhanden ist. Ja, und wie gesagt, der Erstflug steht ebenfalls noch aus. Das können wir euch leider momentan nicht zeigen. Okay. Das war's erstmal.